Stichwort, neues Jahr, frohes neues Jahr. Vielen Dank euch auch allen. Happy New Year. Haben Sie sich neue gute Vorsätze gefasst? Nein, ich habe das schon lange abgelegt, dass man sich fürs neue Jahr gute Vorsätze hat, weil man das ganze Jahr eigentlich Vorsätze hat und die dann spätestens nach ein paar Wochen eh über den Haufen wird. Von daher versuchen wir immer was Neues dazu zu lernen, ja, das neue Jahr so anzugehen, dass man lernt. Das ist so mein Credo und das werde ich auch in Zukunft sagen. Erste Einheit ist durch, wie war's? Schön, vor allem schön wieder auf dem Platz zu stehen. War jetzt eine lange Zeit, das war gut für den Kopf, war für alle gut, ja, weil man eine wirklich harte Zeit miteinander dann auch durchgemacht hat, eine straffe Zeit. Und von daher tut es auch mal gut, so eine fußballfreie Zeit zu erleben. Gerade für den Kopf war das sehr wichtig und das haben wir dann auch gut gemacht. Und von daher sind wir heute sehr, sehr glücklich, dass man wieder zusammen ist. In welcher Verfassung waren die Spieler alle gut? Sehr gut sogar. Ja, die haben ihre Pläne über die freie Zeit gehabt. Die waren auch sehr hart und sehr viel. Also gerade was dann die Ausdauer anbelangt, haben sie echt viel machen müssen, was wir dann auch kontrolliert haben. Und jetzt sind sie froh, dann wieder am Ball zu sein. Also alles gut. Wir müssen ja kein Einzelgespräch nehmen. Was wollt ihr denn? Ja, vielleicht nochmal was zu der Trainersituation, zur Vertragssituation. Wie ist da der Stand? Gut. Ja, ich habe schon immer gesagt, dass ich sehr gerne hier bin. Ja, wir sind in guten Gesprächen. Der Jonas hat ja dann auch und Erik haben ja auch verlängert. Von daher schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Der Kader sah heute auch recht groß aus. Waren alle da, alle fit? Wie sieht's aus? Ja, es sind viele Junge noch dabei. Ja, die werden wir jetzt die nächsten Tage dann auch und die nächste Woche dann auch mal anschauen. Die werden am Wochenende auch dann mitfahren und dann schauen wir, was wir dann nächste Woche im Trainingslager dann alles mitnehmen. Aber es sind schon einige dabei. Von daher ist es schön, dass Mo und Bakker wieder dabei sind, die ja dann auch nach ihrer Verletzung lang raus waren und jetzt dann wieder voll dabei sind. Ja, es ist schön, dass die Jungs dann wieder auf dem Platz sind. Fehlt jetzt nur noch Elijah, der diese Woche auch noch ein bisschen mit dem Ball und vereinzelt mit Sebastian trainiert. Und Tom Nickel, ja, der auch erstmal noch ein bisschen weniger macht und dann hoffentlich im Trainingslager wieder einsteigt. Es ist sehr ruhig geworden um den HSV. Also richtig schöne ruhige Stimmung, gute Arbeitsbedingungen. Wie ist die Lage oder wie ist die Stimmung aus Ihrer Sicht? Ich habe sie immer so gesehen. Von daher, ich glaube, dass man sieht, dass man hier in Hamburg jetzt schon vieles vorangetrieben haben mit den Oberen, gerade mit Jonas und im sportlichen Bereich haben wir schon einiges vorangetrieben. Den Weg wollen wir weitergehen. Ja, und von daher ist es auch schön, dass nicht so wie das Wetter stürmisch ist, sondern eher ruhig um den HSV. Und deswegen ja, ist es angenehm zu arbeiten. Heute, Sie sagten eben, also Jonas Bold und der Erik Huber hätten auch verlängert. So. Ist das schon so ein kleiner freudscher Versprecher gewesen? Man hört zwischen den Zeilen immer ein bisschen mehr raus, als deswegen man will. Ich, ja. Vielleicht habe ich mich da undeutlich ausgesprochen, aber wie gesagt, wir sind in guten Gesprächen. Ja, und ja, deswegen schauen wir mal, was die nächsten Tage sind. Okay. Apropos die nächsten Tage. Am Wochenende gehen Sie ja gleich auf Tour. Ne? Da wird drinnen und draußen unter Wettkampfbedingungen wird getestet. Was sozusagen wollen Sie dann gleich sehen und reinbringen schon bei diesen ja, Tests? Wir sind ja ein bisschen anders. Ja, wir spielen ja auch anders. Von daher ist der Plan natürlich in unseren Prinzipien weiter zu arbeiten, nicht jetzt zu sagen, an dem Moment wollen wir so weit sein, in dem Moment wollen wir so sein. Wir wollen einfach unser Spiel verbessern, wir wollen weiter unser Pressing, unsere Abläufe verfeinern und wir wollen in unseren Prinzipien besser werden, also fußballerisch besser werden und gegen den Ball besser werden. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir da genauer und noch detaillierter arbeiten werden und das auch dann in kleinen Gruppen. Und das ist so die nächsten 4 Wochen der Fahrplan und was man dann im Spiel sieht. Wir wollen Spiele trotzdem auch in der Vorbereitung gewinnen. Ja, und ich will sehen, dass die Jungs besser werden und dass sie sich auch zeigen in jedem Spiel und in jedem Moment, in dem sie auf dem Platz stehen. Das Thema, was ja so während der Winterpause beim HSV sehr prägnant war, ist ja der Fall von Mario Duschkovic logischerweise gewesen. Rechnen Sie damit, dass Sie ihn verlieren? Kann ich nichts dazu sagen.
das steht alles irgendwie in den Sternen, weil man die NADA hat ihr Monopol. Du kriegst da nichts mit, du weißt nicht, was da abgeht. Von daher ist es für mich oder für uns auch schwer zu handeln. Deswegen kann ich auch ganz, ganz wenig dazu sagen. Ich bin mit Mario trotzdem in Kontakt. Wir telefonieren häufig. Die Seelenlage ist natürlich nicht gut bei ihm. Trotzdem trainiert er hart für sich. Wir hoffen, dass da irgendwann irgendwas rauskommt. Aber wie das jetzt dann letztendlich weitergeht, ich glaube, das weiß keiner. Aber Sie sind ja praktisch als Verein so oder so gezwungen, eigentlich im Worst Case zu rechnen und dann auch umzuschauen wahrscheinlich. Ne? Ja klar, solange die Möglichkeit besteht, dass man Spieler holen können dann, und alles so alle im Trüben fischen, ist natürlich auch klar, dass wir uns umsehen. Aber das machen wir ja sowieso schon das ganze Jahr über. Also ob wir jetzt gezielt dann einen brauchen oder nicht. Meine Jungs in der Scouting-Abteilung, vor allem Klaus Costa, ist da sehr, sehr emsig und sehr bemüht und ist da immer top informiert. Und deswegen sind wir da in engem Austausch. Und klar ist, dass wir uns immer umsehen.